Moin moin Leute, ich bin Lilkopfs Brain oder Infonojanik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Imposter Factory. Wir sind das letzte Mal bei diesem fabulösen Schachspiel stehen geblieben und ich muss ehrlich zugeben, ich bin immer noch nicht so ganz dahinter gekommen, was das Ganze jetzt hier bedeuten soll mit den Erinnerungen und was unser Teil letztendlich auch hier drin sein wird. Aber ich denke, früher oder später werden wir das noch sehen. Oh, aber ich wollte die Katze sehen. Hoffentlich geht's dem Bastard gut. Okay, chill. Muss man direkt so gemein sein? Eine kleine Katze. Wir können jetzt rechts auf jeden Fall noch in den Raum gucken. Denke ich einfach mal. Ja. Aber ich war irgendwie schon mal hinter dieser Tür. Können wir hier von oben rein? Vielleicht können wir doch noch nicht hier hoch. Weil eigentlich müssten wir hier oben jetzt ja Linry antreffen. Linry. Da ist sie ja. Oh! Es ist tatsächlich jetzt an der Zeit, dass die große Erfindung gezeigt wird. Und wie versprochen, der Prototyp. Ach du meine Güte. Es ist abscheulich. Erwarten Sie von uns, dass wir in einen Drucker aus dem letzten Jahrhundert investieren? Wie Dr. Haynes sagte, es ist nur ein Prototyp. Obwohl er eine Vorliebe für eher antike Ästhetik hat. Naja, der Mann ist auch sehr alt, ne? I'm just saying. Okay, das sieht nicht mehr ganz so altmodisch aus. Ich bin nicht jemand, der ein Buch nach seinem Umschlag beurteilt, aber wenn dies die Quantencomputerfähigkeiten hat, wie sie behaupten, ist es unglaublich klein. Und ich weiß, dass wir erhebliche Fortschritte bei der Kühlung gemacht haben, aber um sie praktisch zu beseitigen? Nein, das ist hauptsächlich ein kabelgebundener Client, der dem Rechenzentrum verbunden ist. Ausgeführt werden die meisten Berechnungen anderswo. Abgesehen davon, selbst angesichts kopierter Hirndaten ist das erstaunliche Potenzial offensichtlich. Erlauben Sie mir, es zu demonstrieren. Ich wünschte, es hätte die eigentliche Demo gezeigt, bevor alles eingefroren ist. Okay. Irgendwas mit Hirndaten. Also es geht auf jeden Fall alles schon in die Richtung. Aber trotzdem ist es noch sehr, 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 sehr kryptisch, was genau passiert ist. Ich habe halt irgendwie die große Befürchtung, dass alles damit zusammenhängt, dass wir einen Unfall hatten oder so. Und Linry versucht, uns so zurückzuholen. Puh, das ist die letzte Kiste. Ich sagte doch, dass wir bis heute Abend alles hier haben. Hey, was ist los? Bist du dir da sicher? Ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, wegen meines Jobs. Du hattest zu Hause auch Vorbereitungen, nicht wahr? Nun ja, aber nichts dergleichen. Ich meine, die Drew Haynes Stiftung, was auch immer du dort tust, ich bin sicher, es wird hochmodern sein. Trotzdem. Hey, es ist okay. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Und keine Sorge, ich bin mir sicher, dass ich auch hier etwas für mich finden werde. Danke, Quinns. Ich bin froh, dass du hier bist. Natürlich, ich hab's versprochen. Wie auch immer, lassen wir uns einfach nieder und du kannst dich ausruhen. Ich kann nicht zulassen, dass du an deinem ersten Tag morgen schlafwandelst. Oh. Okay. Drei Zimmer, die wir uns angucken können. Fangen wir doch direkt mal hier unten an. Das Schlafzimmer. Die gute alte Matratze wieder. Warum fühlt es sich so an, als würde man von einem Schlafsaal zum anderen gehen? Das ist irgendwie gemütlich, wenn du mich fragst. Erinnert mich an Camping. Du hast noch nie richtig gezeltet, oder? Nicht wirklich. Ja, das hier ist nicht Camping. Wenn das hier für dich Camping ist, dann warst du noch nie richtig campen. Campen ist eine Isomatte und einfach sich eklig und dreckig fühlen. Boah, Freunde, ich war schon auf so vielen Festivals, es war jedes Mal nicht schön. Das, nee, geht da nicht hin. Oder geht da hin mit dem Wissen, dass das echt nicht schön wird und eklig. Das legendäre Gästezimmer. Es könnte alles sein. Es könnte ein Arbeitszimmer sein. Oder ein Flipperraum. Mit Bücherkisten da drüben. Oder ein Minigolfraum. Und endlich mal eine Desktop-Computer hierher holen. Oder ein Thronsaal.
Den Thronsaal. Den Thronsaal sehe ich. Ja, definitiv. Und das Bad. Das erinnert mich an... In der Villa von heute hatten sie buchstäblich eine goldene Toilette. Okay. Also sie war, bevor wir nach Hause gegangen sind zu Quinns, war Linry bei der Prototypsvorstellung. Okay, um das alles so wirklich auch in einen zeitlichen Rahmen gerade zu bringen. Buchstäblich? Buchstäblich. Wow. Müssen sie wirklich auf Gold sitzen, um sich zu entladen? Entladen! Wahrscheinlich entladen, oder? Freunde, nennt ihr es auch immer entladen, wenn ihr länger auf Toilette seid? Ich auch. Oh ja. Ich entlade mich. Und da ist sie dann zu ihrem ersten Arbeitstag gegangen, oder? Es ist bereits morgen. Okay, die Hälfte der Daten haben wir jetzt circa erreicht. Okay, wie sehe ich aus? Ha! Geile Drehung. Nun, ich will dich nicht beunruhigen, aber da hängt eine Person an deinem Haarknoten. Und sie sieht klasse aus. Oh. Ich bin zum Abendessen zurück. Geh schon, du wirst das toll machen. Süß. Trotzdem komisch, uns jetzt irgendwie hier so stehen zu sehen. Sehr komisch sogar. Umzugskartons. Schlafzimmer. Sollen wir ihr jetzt hinterhergehen? Baby? Ah ja. Und wir sind zurück am Anwesen. Und hier sieht immer noch alles sehr gepflegt aus. Nein, da ist sogar der Fuchs! Wow, ist das ein echter Fuchs? Nein, das ist nur ein fühlender Fuchsschwanz. Natürlich ist es ein echter Fuchs. Warum kommt er nicht raus? Es ist ein sehr schüchterner Fuchs. Die anderen sind schon da. Rika wartet drinnen auf dich. Ich gehe sie suchen. Danke. Ich glaube, der wollte nicht unbedingt mit dir reden. So wirkt es zumindest gerade. Ein Rabe. Genau so machen Raben. Ich war lange in der Rabenforschung tätig. Viele vergessen das oft. Okay. Okay, es ist sehr, sehr rudimentär nur auf die Erinnerungen beschränkt. Gehen wir jetzt etwa zum Prototyp? Ne, hier oben sind wir. Wo sind alle? Emil sagte, sie seien schon da. Sie sind bereits ins Labor gegangen. Oh nein, komme ich zu spät zum Dienst? Nicht wirklich. Komm an Bord! Ab ins Labor. Nach unten. Okay. Halleluja. Das ist ja wie bei den Avengers. Willkommen bei der Drew Hanks Stiftung. Dies ist nur eine von mehreren Niederlassungen unserer zentralen Entwicklungszentren. Wie Sie sich vielleicht denken können, ist es auch eins der diskretesten. Wow, dieser ganze Ort. Ich wusste, dass an diesem Ort etwas nicht stimmt. Und dieser Roboter. Ich wusste es. Es war nie nur ein Reiskocher, oder? Der Reiskocher läuft wieder frei rum. Hey, komm zurück. Wenn die Köche es erneut in den Schacht schieben, ich schwöre, ich werde... Es ist ein Reiskocher. Okay. Komm, ich führe dich herum. Die Drew Hanks Stiftung. Einfach so unter der Villa. Absolut... faszinierend. Was haben wir hier? Die Cafeteria und der Aufenthaltsraum. Die Köche schicken dreimal am Tag Mahlzeiten über den Schacht. Gib ihnen einfach deine Bestellung. Ich dachte, es sei seltsam, dass es hier drei Köche gibt. Ja, jetzt ergibt das sehr viel Sinn. Weil, um die ganzen Leute hier zu versorgen, natürlich muss das Essen dann schnell fertig sein. Die schicken einfach den kompletten Schrank mit runter. Das ist ja irre. Okay, wow. Also, da ist die Cafeteria. Hier ist die Residenz für die Mitarbeiter vor Ort. Wenn es gut läuft, laden wir dich vielleicht ein, hier ein Zimmer zu nehmen. Danke, aber ich habe schon woanders einen Platz.
Und da fühlt sie sich hoffentlich auch wohl. Da warten wir ja tatsächlich auf sie. Okay, also es gibt auch Orte, um hier direkt zu schlafen. Einfach am Arbeitsplatz schlafen, das klingt nach einer super Idee. Das klingt gar nicht so, als ob man da noch mehr ausgenommen werden könnte durch den Arbeit. Nee, überhaupt nicht. Okay, was haben wir hier? Nein, das Projekt, an dem du arbeiten wirst, ist nur eines von mehreren, die wir hier verfolgen. Aber pst, es ist mein Favorit. Reisbot! Außer dir, Reisbot. Sollen wir Linry ihre Station zeigen? Sicher. Die Anlage ist in Wartung, aber Dr. Clack ist im Moment dort. Außerdem bringst du Reisbot wieder nach oben, ja? Natürlich. Dieser Reisbot. Möchten Sie Reis? Nicht jetzt, mein Lieber, aber danke. Stimmt, der kann uns ja okay als einziger noch erkennen. Ich hätte gerne etwas Reis, Reisbot. Ich hätte gerne etwas Reis. Und die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine? Nicht sehr viel Fortschritt. Wir konzentrieren uns nach wie vor auf Stubdaten. Wir haben einige Neueinstellungen an dieser Stelle. Ich hoffe, wir machen bald Fortschritte. Okay. Also zu unserem Arbeitsplatz. Der hier in der Nähe ist. Da haben wir's. Dr. Louis Clack sollte dort sein. Er ist ein paar Tage zuvor hier in der Residenz angekommen. Ich glaube, ihr habt euch schon auf der Party kennengelernt. Ich erinnere mich. Los geht's, Reisbot. Auf zum Arbeitsplatz von ihr. Das reicht noch nicht aus, was wir haben. Uns fehlt noch eine Erinnerung. Jetzt haben wir den Zeitstrahl kaputt gemacht. Verdammt, sie dürfte gar nicht hier sein. Das passt zeitlich nicht hier rein. Ja, natürlich. Es ist eine Ehre, dich hier zu haben. Danke, ich werde mein Bestes... Dr. Haynes, sind Sie noch da? Entschuldigung. Ich bin hier. Bezüglich des Vertrags. Es ist nicht in unserem Interesse, das Projekt zu finanzieren, ohne eine Mitspracherecht im Vorstand. Der Vorstand ist nicht der einzige Weg, um ein Mitspracherecht zu haben, Herr Armstrong. Sie sollten zu Dr. Jew in den Westflügel gehen. Sie ist für ihr Forschungsteam zuständig. Der gute Dr. Haynes. So, jetzt dürfen wir aber an ihrem Arbeitsplatz. Ich bin very excited. Let's look. Okay. Ja, stimmt, Louis. Haben wir kennengelernt. So, frischer Doktortitel, hä? Huh? Um ehrlich zu sein, ich war echt überrascht, dich letztens auf der Party gesehen zu haben. Aber dich hier tatsächlich zu sehen... Dr. Jew sagte, meine Arbeit sei für das Projekt hilfreich gewesen. Ich werde mein Bestes geben, um meine Erkenntnisse anzuwenden. Deine Arbeit? Ich habe deine Arbeit gelesen. Nichts für ungut, aber da ist nichts vorgekommen, was sie nicht schon wussten. Was meinst du damit? Was sie hier getan haben. Ich habe es analysiert. Sie haben auf keinen Fall all diese Fortschritte gemacht, ohne bereits von deinen Erkenntnissen gewusst zu haben. Dr. Jew und ihr Team müssen das schon vor Jahren herausgefunden haben. Vor Jahren? Aber dann... Warum wurden ihre Erkenntnisse nicht veröffentlicht? Ist das dein Ernst? Dies ist keine puristische Akademie, die Wissen zum Wohle der Menschheit verbreitet. Ich würde sagen Geld, aber die Interessengruppen, welche beteiligt sind, sind viel komplizierter. Egal, schau mal. Wenn du eine Veränderung in der Welt erreichen willst, dann ist dies der Ort dafür. Es kann eine Weile dauern, bis die Öffentlichkeit Geschmack daran findet, aber hier... Hier beginnt alles. Hier beginnt alles, ha? Huh? Hier kann man die Realität verändern. Ich bin überrascht, dass ein moderner Quantencomputer immer noch so aussieht. Die Vintage-Ästhetik ist nur eine Hommage. Damals sah es mit dem Glas noch nicht so aus. Oh ja, das hatten wir gerade. Danke sehr. Einfach ein Quantencomputer auch. Crazy. Aber heutzutage ist es auch krass, wenn man alleine zurückdenkt, wie PCs heutzutage aussehen. Was in so einer kleinen Kiste mittlerweile alles drin ist, auch so Mini-PCs. Die waren damals ja auch gigantisch groß. Sie geht zur Arbeit, wir schlafen aus. Sie hört sich Vorträge an. Sie arbeitet mit Louis zusammen. Aber alles immer doch ist das ihr Weg. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe schon so viel gelernt. Wenn du dich hier wohlfühlst, soll mir das recht sein. Wir werden dich am Montag in das Hauptprojekt einweisen. Denk an die Vertraulichkeit. Ich werde bereit sein. In das Hauptprojekt. Da kommen wir wieder nach Hause.
Ich bin zu Hause! Hey, wie war die Arbeit? Nicht schlecht für die erste Woche. Ich glaube, ich habe mittlerweile den Dreh raus. Was machst du da? Oh, warte nur. Auf den erstaunlichsten Karottenkuchen, den du je gegessen hast. Karottenkuchen. Wie süß. Essen ans Bett. Ui. Der Quantencomputer. Die Katze. Die Katze hat den Fisch gegessen. Großartig. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Problem gefunden habe. Würden Sie etwas länger bleiben, um einige Tests durchzuführen? Sicher, ich bin hier, um zu helfen. Hey, sorry, ich bin schon wieder spät dran. Alles okay? Ja, es gibt immer wieder Probleme zu lösen, aber wir werden sie lösen. Natürlich, die haben ja auch dich. Ich gehe das Abendessen aufwärmen. Oh nee, sag nicht, das fängt jetzt damit schon an, dass die Beziehung von denen so ein bisschen rüttelt. Och. Weil ihr die Arbeit wichtiger ist, beziehungsweise weil sie länger und öfter da ist. Mit Sicherheit. Das Schnittstellenmodul ist immer noch hinter dem Zeitplan, obwohl wir Fortschritte machen. Aber die Investoren erwarten eine Demonstration. Sind Sie sicher, dass es beim nächsten Besuch fertig sein wird? Ja, wir schaffen das. Übrigens, hast du dir mehr Gedanken über das Wohnangebot gemacht, Linry? Wir haben sogar ein freies Zimmer für dich bereit. Alles wäre so bestimmt einfacher. Damit sie noch mehr von zu Hause weg ist. Und wir sie noch weniger zu Gesicht bekommen. Puh. Das ist natürlich eine riesige Zwickmühle gerade. Tut mir leid, dass ich so spät bin. Ich musste... Er ist eingeschlafen am Essenstisch, weil er so lange gewartet hat. Wir gehen in irgendein gruseliges Ding. Nun, die Vorschriften sind vermaledeit, aber Fortschritt ist Fortschritt. Trotzdem, sind Sie sicher, dass Sie dies nächste Woche so vorführen wollen? Ja, es ist eine Ehre, wirklich. Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin froh, dass ich ein Teil davon sein konnte. Der Eiffelturm. Schei, ich hab vergessen, dass es heute war. Oh nein, sag nicht, die hatten irgendwie Jahrestag oder so. Hoch. Och Mann. Allein auf dem Campus wohnen. Aber wir haben dies hier. Ich habe dem noch nicht zugestimmt. Aber du denkst ernsthaft darüber nach. Ich meine, es wäre nur für eine Weile. Das hast du auch über die Arbeit nachts gesagt. Jetzt ist es jede Nacht. Ich weiß, es ist nur... Wir leisten einfach Unglaubliches, Quinns. Und wir sind dem Durchbruch so nah. Das könnte die Welt verändern. Das wollte ich schon immer erreichen. Schau, ich weiß, ich war nicht für uns da, wie ich sollte, das tut mir leid. Aber ich dachte, wir beide wussten, was ich direkt von Anfang an leisten muss, oder nicht? Du hast mir gesagt, dass du es verstehst und du mir einen Grund gibst, weiterzumachen. Dass du mir die Welt zeigst, dass ich bleiben und dies tun kann. Ich weiß, das klingt egoistisch, aber ich habe nie danach gefragt. Ich hätte nie Ja gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass du es nicht wirklich möchtest. Natürlich wollte ich es auch, ich wäre nicht mehr hier, wenn es nicht so wäre. Ich meinte, was ich sagte, und ich habe so hart versucht, genau das zu tun. Es ist nur... Ich dachte nur, wir könnten immer noch mehr haben als nur... das. Ich weiß, dass ich dir gesagt hatte, dass ich dir die Welt bringen würde, aber... Ich nehme an einem gewissen Punkt wollte ich auch die Welt sehen. Mit dir. Und jetzt fühlt sich alles nur noch weiter und weiter weg an. Das ist dir gegenüber aber nicht wirklich fair, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, was ich wirklich erwartet habe. Es tut mir leid, ich kann wirklich nicht länger bleiben und darüber reden. Ich bin schon so spät und wir sollten unseren Fortschritt heute den Investoren präsentieren.
Aber darüber reden wir später, okay? Ja. Uff. Uff, uff, uff. Ja, Freunde, und wie die Präsentation für die Investoren so läuft und wie es weitergeht, das schauen wir uns im nächsten Part an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain. Tüdelü mit Ü.